Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond New Work Talks. Mein Name ist Viktoria Geratz und ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Stefania Lettini. Ja. Herzlich willkommen, Stefania. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Magst du dich kurz selber vorstellen? Das mache ich sehr gerne. Nochmal vielen Dank, liebe Viktoria, dass ich eingeladen werden durfte. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein bei strahlendem Sonnenschein in Köln. Wirklich zauberhaft, wie für uns gemacht das Wetter. Mein Name ist Stefania Lettini. Ich habe in Düsseldorf vor 15 Jahren einen Traum verwirklicht, in dem ich meine Heimat nach Deutschland hole, nämlich Italien, und ein italienisches Feinkost- und Delikatessengeschäft eröffnet. Und ja, ich bringe ein bisschen deutsche Vita in eure Haushalte. Sehr gut. Erzähl uns ein bisschen mehr, was war deine Gründungsidee und wie hat alles gestartet? Ja, also gestartet hat es wirklich eigentlich bei meinen Wurzeln. Mein Vater kommt aus Apulien, übrigens ein wunderschöner Landstrich. Also alle, die noch nicht in dem Absatz Italiens waren, hin, wenn wir dann wieder dürfen. 800 Kilometer Küste, und ich werde nicht bezahlt vom italienischen Fremdenverkehrsamt, sondern das sage ich wirklich als vollste Überzeugung. Dort ist er geboren und dann ging er nach Rom und hat dort meine Mutter kennengelernt. Die ist Deutsche und also ich bin in Rom geboren mit meiner Schwester. Und dann sind wir nach Düsseldorf gekommen, weil in Düsseldorf gab es das italienische Fremdenverkehrsamt. Mein Vater ist dorthin versetzt worden. Und ja, und so bin ich halt in die schöne Stadt gekommen und habe dann ganz klassisch den Weg des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität absolviert. Aber habe dann durch doch viele Nebentätigkeiten festgestellt, dass ich eher der praxisorientierte Mensch bin und dass meine Sehnsucht nach meiner Heimat Italien doch sehr, sehr stark ist. Und ich wollte immer irgendwie die Passion für guten, für Genuss einfach nach Deutschland holen. Und dann habe ich dieses wunderschöne Hinterhof-Loft in Düsseldorf im Herzen gefunden. Und dann haben wir gestartet und dann ist Lettinis geboren. Februar 2005, dann ging es los. Seit 15 Jahren seid ihr am Markt. Was genau kann man bei euch im Hinterhofloft finden? Also erstmal ganz wichtig für mich ist eine Wohlfühlatmosphäre. Ich glaube, das ist, also gerade solche Produkte muss man einfach 360 Grad erleben, genießen und aufsaugen. Und genau dieses Stück Italien will ich auch unseren Kunden kommunizieren. Also ihr kommt rein und seht 400 Artikel Feinkost, über 100 unterschiedliche Weine. Wir suchen alle Produkte von kleinen Manufakturen aus, das ist mir auch ganz wichtig, die kennen wir alle persönlich. Die besuche ich regelmäßig, die importieren wir. Wir haben unser Lager in der Nähe von Verona, dort werden die Waren hingeschickt und dann über unsere Spedition entsprechend importiert. Wir haben Grappa, wir haben Gins, wir haben natürlich ganz viele Geschenkkörbe, weil das macht natürlich unglaublich viel Spaß, auch so Genuss zu verschenken. Und natürlich unseren ganz tollen Degustationsraum, in dem Seminare und Genussabende stattgefunden haben. Und wo man natürlich dann noch mehr Flair Italiens kommunizieren konnte. Jetzt hast du gerade schon gesagt, da haben Genussabende stattgefunden. Das ganze Lettinis ist ja rum um sehr haptisches Erleben gestaltet. Also du sagst ja, wir wollen eine Atmosphäre kreieren, die gespürt werden kann. Und das hat sich jetzt dieses Jahr ja dramatisch verändert. Und damit ja auch ein klassisches Beispiel für Disruption, auch für dein Geschäftsmodell. Wie bist du das angegangen? Was hast du getan, um dieses Erlebnis jetzt anders darstellen zu können, außer physisch im Raum? Also wir sind direkt wir haben direkt umgestellt. Wir haben direkt mit digitalen Tastings angefangen. Ich nenne sie inzwischen digitale Genussreisen, weil ich den Begriff sehr, sehr schön finde. Wir verschicken Boxen an Kunden, die dann moderiert bespielt werden. Also einmal natürlich für unsere ganz klassischen Endkunden. Das ist immer eine Box, nicht nur Wein oder Spirituosen oder Getränke, das hebt sich vielleicht auch ein bisschen ab zu Kollegen, sondern auch natürlich zu Delikatessen, weil ich finde, auch gerade Food-Produkte wollen erzählt werden und entsprechend auch lebendig gemacht werden wollen. Und entsprechend hatten wir halt also diese Genussbox, die wir halt unseren Kunden dann schicken.
Und dann setzen wir uns ein Stündchen hin, immer um 20.08 Uhr. 20.08 Uhr, weil dann hat man noch Zeit, die Tagesschau zu gucken. Und dann kann man entspannt auf YouTube einschalten. Und dann erzähle ich ungefähr ein Stündchen was über die tollen Geschichten. Wir schalten super gerne auch immer Winzer oder Produzenten direkt aus Italien dazu, dass man da auch noch einen kleinen Einblick bekommt. Also wirklich mitgenommen wird nach Italien virtuell. Und wir versuchen wirklich die Genussbox so lebendig wie möglich zu machen. Inzwischen bieten wir das auch individuell für Firmenkunden an, im Rahmen von digitalen Weihnachtsfeiern oder entsprechenden Firmen-Events oder etc. Also Teambuilding, das natürlich gibt vielerlei Möglichkeiten. Und als wir dann absehen konnten, dass wir den Raum dann doch längere Zeit nicht bespielen können, haben wir hinten einen, ich bin wirklich sehr, sehr stolz und ich bin jeden Tag so happy, wenn ich diesen Raum sehe, ein digitales Küchenloft eingebaut, wo wir jetzt auch angefangen haben mit Live-Cooking-Sessions. Das heißt, du bestellst dir deine Kochbox und dann kochen wir 3 bis 5 entspannte Gänge dazu, gibt es mit korrespondierenden Wein oder auch ohne. Und dann holen wir uns noch mal ein bisschen mehr Italien auf den Teller, aber mit ein bisschen mehr Aktion. Also das ist dann die Online-Cooking-Sessions. Sehr gut. Und die Erfahrungen dazu konntest du ja schon gut sammeln im ZDF, wo man dich, seit wann sieht man dich im ZDF? Das erste Mal war ich im August letzten Jahres dort. Also 13, 14 Mal durfte ich schon zu Gast sein bei Volle Kanne und das macht unglaublich viel Spaß in dem Format, italienische Produkte mit Rezepten vorstellen zu dürfen. Tolles Team, also ja, macht sehr viel Spaß bei Volle Kanne. Super. Jetzt haben wir ja im Vorfeld gesprochen und du sagst ja, du bist besonders fokussiert auf kleine Produzenten. Gleichzeitig wissen wir ja auch, Italien hat es besonders im Frühjahr hart getroffen, ist jetzt auch wieder sehr Corona gebeutelt. Wie funktioniert das mit den Lieferketten? Und also reist du nach wie vor nach Italien? Wie funktioniert das alles? Also reisen natürlich nicht. Es ist das ganze Jahr. Ich war eine Woche ganz kurz in Südtirol. Als gerade die Grenzen aufgemacht worden sind, habe ich 2 Lieferanten besucht. Aber das war's. Normalerweise bin ich einmal im Monat unten. Ich merke auch schon, dass mein Herz wirklich langsam sehr, sehr starkes Heimweh hat. Aber natürlich hat man jetzt andere Möglichkeiten über Zoom-Calls und alle anderen virtuellen Plattformen sich weiter in Kontakt zu halten. Die Lieferketten haben eigentlich immer gut funktioniert, sogar am Anfang vom Lockdown zum Teil auch schneller, weil die natürlich vor Ort nicht mehr die Restauration beliefern mussten, sondern da waren auf einmal dann Kapazitäten frei. Die Speditionen waren etwas, man musste Corona-Zuschläge haben wir bezahlt, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das konnte ich auch absolut nachvollziehen, weil man natürlich für die Lkw-Fahrer, das ist natürlich auch eine unglaubliche Belastung gewesen. Und inzwischen ist es jetzt so vom Weihnachtsgeschäft, dass wir schon bei den kleinen Produzenten merken, dass sobald 1 oder 2 Bäcker ausfallen, weil sie vielleicht in der roten Zone wohnen und nicht mehr zur Arbeit kommen können, wir da jetzt schon ein bisschen besser vorplanen müssen und wir entsprechend schon alle unsere Weihnachtsorder schon viel früher platziert haben als im letzten Jahr. Ja. Wenn du jetzt so als Unternehmerin drauf guckst, insbesondere auf dieses Jahr, was würdest du sagen, war für dich unternehmerisch die größte Herausforderung? Unternehmerisch war die größte Herausforderung, so schnell alle digitalen Prozesse komplett auf Null zu stellen. Also ich muss sagen, wir haben ein tolles Technikteam im Hintergrund, mit denen wir schon seit langem ein Warenwirtschaftssystem haben. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Wir haben auch schon lange einen Online-Shop, deswegen das war schon alles etabliert. Aber diesen Sprung dann natürlich mit den Online-Tastings und diesem ganzen kompletten neuen Equipment und auch mit der Nachbearbeitung und den sozialen Kanälen, das ist schon, man war auf einmal in einem ganz anderen Business-Geschäft. Also das war schon eine große Herausforderung. Was hat dir dabei geholfen, damit umzugehen? Ich glaube einfach die Leidenschaft für das, was ich tue. Ja. Und dann? Nochmal die Leidenschaft. Ja, und natürlich auch das Feedback der Kunden. Ja. Das ist natürlich schon, wenn man so viel Support auch von den Endkunden bekommt, dann weiß man, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Und das ist einfach total schön. Wir beliefern ja jetzt auch andere Feinkosthändler. Wir haben ein eigenes Label mit der Littinis-Marke.
Und da haben wir über 30 Feinkostcenter, deswegen sind wir auch immer im engen Kontakt, wie es auch bei anderen Kollegen halt funktioniert und läuft. Und wir hatten einen unglaublichen Zusammenhalt auch untereinander. Und das ist einfach schön zu sehen, dass in der Krise man doch zusammengewachsen ist. Und das gibt Mut, ja. Was ist deine Einschätzung, was das ausmacht, dass zwischen ja am Ende des Tages auch Mitbewerbern so ein Zusammenhalt entsteht und ein gemeinsames entsteht, anstatt mit Ellenbogen jeder versucht, irgendwie noch seine Schäfchen zu retten? Was das für einen Unterschied macht? Ich glaube, das macht den Unterschied, dass wir gemeinsam den Marathon jetzt zu Ende laufen können. Weil wir können, also wir Kleinen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wir müssen jetzt zusammenhalten. Und das macht auch Spaß, sich auszutauschen, und wir inspirieren uns auch gegenseitig. Und ja, das ist halt nicht ein Sprint, den wir in dieser besonderen Zeit laufen, sondern wirklich ein Marathon. Und den kann man nur schaffen, wenn der eine dem anderen mal die Banane reicht oder mal das Wasser, jetzt sinnbildlich gesprochen. Und das ist das, was ich machen will, mit Produzenten zusammenzuarbeiten, die genau das machen, was sie am besten können, nämlich tolle Produkte und tolle Weine. Und ich bin gerne das Bindeglied zwischen den Produzenten und den ganz tollen Händlern, die genauso viel Leidenschaft aufbringen, um die Produkte auch zu verkaufen, weil das ist nicht einfach nur ins Regal stellen und sagen, wir haben hier Olivenöl und Balsamico, sondern es geht halt auch dahinter die Geschichte halt los. Das heißt, wenn ich dir zuhöre, was mir wirklich ins Auge springt, ist so dieses Thema Sinn und Leidenschaft und ja. Das neue deutsche Wort Purpose, also deine Leidenschaft für das, was du tust, spürt man ja sehr. Und das, was ich halt raushöre, ist, ja, und die einzelnen Lieferanten, Produzenten haben halt genau diese Leidenschaft für ihre Produkte jeweils auch. Und wenn jeder so das tut, was er am besten kann und wo das Herz für brennt, dann kommt was Gutes bei raus. Absolut. Also ich habe gerade noch heute auf dem Weg hierhin mit einem Cantuccini-Bäcker gesprochen aus Florenz, und das war so bezeichnend, weil er wollte mir Muster schicken. Dann habe ich gesagt, Marco, das ist total lieb, aber dieses Jahr sind wirklich mit dem Sortiment wirklich abgeschlossen. Nein, aber es geht auch nicht darum, ich will dir einfach nur was Gutes tun, und das ist ein bisschen Nervennahrung, und er schickte mir also diese Muster, und ich war schon hin und weg vom Packaging, weil das einfach schon von der Haptik einfach so wunderschön war, anzufassen, und wir sprechen gar nicht erst über die Qualität der Produkte. Ihr könnt euch vorstellen, wenn die so ein Kleid haben, wisst ihr ungefähr, was drin war. Also da 2 Kilo an Marco, vielen Dank dafür. Und naja, also auf jeden Fall, und dann schrieb er mir auch seine ganze Geschichte, und er ist eigentlich Ingenieur und hat lange in einer, hat in einem Unternehmen gearbeitet, die mit über 140 Mitarbeitern in der Nähe von Florenz Textil herstellen. Also ich meine, Florenz ist ja nicht umsonst eine sehr bekannte Modestadt. Und aber er hat gesagt, mit 50, er muss was anderes tun. Und er hat quasi die alte Bäckerei von seinem Vater komplett neu aufleben lassen. Und er backt jetzt Cantuccini und wirklich sensationelle Kekse. Ist innerhalb von einem Jahr in allen Sternehotels in Florenz gelistet. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen in einem Jahr. Und er ist jetzt auch nicht der einzige gute Produzent an hochwertigen Dolci. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil er gesagt hat, ja, natürlich waren wir erfolgreich in dem Textilunternehmen, aber ich habe für mich gespürt, wenn ich mal gehen sollte, was hinterlasse ich denn? Und sein Herz hat immer für dieses Handwerk gepocht, und das war toll. Also es hat so Spaß gemacht, mit ihm gerade darüber zu sprechen, und so allein schon durchs Telefon kam das so rüber. Und genau solche Produzenten will ich in meinem Boot haben. Und wie suchst du dir dann Mitarbeiter aus? Du hast ja knapp 10 Mitarbeiter, die dich wahrscheinlich auch schon länger begleiten. Wie suchst du die aus, und wie tickt und pocht deren Herz? Ja, die müssen natürlich Essen und Trinken genauso lieben wie ich. Wir sind eine Letinis-Familie, und ganz, ganz wichtig ist die Chemie. Also jemand kann auf dem Zeugnis Triple A's haben oder Einsen oder whatever, aber wenn man kein Gefühl für Menschen, Kundenservice und die Produkte hat, dann ist man bei uns nicht aufgehoben. Flexibel muss man auch sein, man muss anpacken können.
Ja, es ist sicherlich kein 9-to-5-Job, sondern man denkt auch immer weiter und bringt sich ein und das Team lebt einfach durch gegenseitige Inspiration und dem Willen, einfach zusammen etwas zu schaffen. Und das ist, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich so ein tolles Team hinter mir habe, ja. Wie habt ihr gemeinsam diesen Umbruch dieses Jahr geschafft? Weil, ich meine, das heißt ja nicht nur für dich, sich mit viel neuer Technik und neuen Konzepten und mit allem auseinandersetzen, sondern ja auch fürs Team. Wie habt ihr das konkret gemacht? Wie bist du das konkret angegangen? Ach so, ja. Als Führungsaufgabe. Ja, also ich... Wir haben, wie gesagt, ein gutes Technikteam. An dieser Stelle René und Ronny, vielen, vielen Dank nochmal für euren Support, die immer sehr auf Zack sind und immer auch sehr große Lust haben, was Neues auszuprobieren. Und dann bin ich auch wirklich immer auch direkt dabei und die haben meinen vollen Support und mein vollstes Vertrauen. Deswegen sind wir einfach zusammen den Weg gegangen. Vielleicht haben wir hier und da, Missgeschicke oder... Hatten wir die? Nein, bestimmt. Aber man muss auch Fehler machen können. Das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch so dieses Try and Error, was wir einfach gegangen sind und was die Kunden aber auch sehr tolerant auch mitgenommen haben. Und dabei ist dann wirklich auch gar nicht so viel passiert, sondern wirklich viel Gutes dabei rausgekommen. Und im Team selber, wir haben uns... Wir haben einfach immer weitergemacht. Wir haben immer gut gegessen. Ne? Wir haben immer gut, aber das habe ich schon immer gerne auch gemacht. Mittags darauf geachtet, dass wir uns gut ernähren und gut kochen. Und jeder hat mal irgendwas mitgebracht. Also wir haben uns auch versucht, uns seelisch auch gut gehen zu lassen und auch von der Ernährung und einfach in so einer WhatsApp-Gruppe, dass man sich halt auch gegenseitig supportet. Ja, ich glaube, einfach viel passiert über Spirit, über Inspiration, über gute Laune, über einfach machen und auch nicht so viel nachdenken. Wenn man nur grübelt, dann können natürlich Gedanken kommen, die wir nicht so wollen. Aber wenn man einfach losgeht und und gute Laune hat, dann geht es meistens auch alles glatt. Ja. Also ein echtes Plädoyer für Leidenschaft, gute Laune, Genuss und vor allen Dingen auch viel, viel Selbstfürsorge. Ne? Ja. Das höre ich raus. Sich selber gut nähren, aber nicht nur durch Essen und Trinken, sondern auch seelisch sich gut nähren und sich gegenseitig da unterstützen. Ja, ja. Damit es dann auch gut weitergehen kann nach außen. Genau, also viele schöne Dinge auch einfach machen. Ne? Einfach viele schöne Dinge machen. Wir haben auch immer den Laden immer neu dekoriert, ob jetzt weniger Kunden kamen oder viele. Wir haben unsere Deko-Queen, die Michelle, wir haben in der Mitte so ein Fiat 500, der wurde dann alle 3 Monate neu gedekoriert, am Anfang zu Ostern mit ganz vielen bunten Luftballons. Also das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, das strahlt man dann auch über die Fotos und über die Kommunikation auch einfach dann weiter aus an die Kunden. Deswegen, also wenn wir uns wohlfühlen in unserem Laden, dann fühlen sich auch die anderen gut und dann geht die Mund-zu-Mund-Propaganda auch automatisch weiter. Übrigens war das damals meine einzige Diplomarbeit. Da habe ich, das ist ja jetzt auch schon 17 Jahre her, habe ich damals schon über Electronic Word of Mouth geschrieben. Eigentlich verrückt, als ich letztens die Vita aktualisiert habe, vor 17 Jahren schon über elektronische Mund-zu-Mund-Propaganda geschrieben. Und was von deiner Diplomarbeit hat sich bewahrheitet? Ganz viel. Ja, also wir freuen uns immer noch wie kleine Kinder über jede gute Bewertung und das bringt natürlich ganz viele neue Kunden. Wir arbeiten gerade an unserer neuen Internetseite. Das ist natürlich auch für Kunden, die uns nicht kennen, ganz, ganz wichtig zu wissen, wie sprechen andere Kunden über uns. Und das geht natürlich auch über Google-Bewertung oder Facebook-Rezension natürlich am allerbesten. Und sie müssen natürlich echt sein, das ist klar. Aber ich glaube, das liest der Leser dann schon sehr deutlich. Und das bringt uns doch wieder Vertrauen für Neukunden. Ja, und so geht die Kette dann weiter. Jetzt seid ihr ja mitten im Weihnachtsgeschäft, es geht jetzt los. Was ist dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft anders als sonst? Pakete packen, Pakete packen, Pakete packen.
Also was wir vorher schon gemacht haben, deswegen wir wissen schon, wie es geht. Aber das wird dieses Jahr sicherlich noch mehr, weil man einfach nicht zu den Verwandten so mehr fahren kann wie vorher. Wir hatten schon die ersten Anzeichen an Ostern, was eigentlich traditionell jetzt nicht so ein starkes Geschäft ist wie im Vergleich Weihnachten. Und natürlich will man seinen Menschen etwas Gutes tun. Wir haben ganz schnell umgeschaltet und haben für unsere Geschenktüten so Anhänger gemacht, statt Besuch etwas Genuss. Also wir versuchen auch sensibel die Situation aufzufassen, ohne das jetzt zu schwer werden zu lassen, sondern einfach, hey, ich habe an dich gedacht und ich möchte, dass es dir gut geht und anbei mit Liebe verpackte Päckchen, wo wir uns einfach Gedanken zugemacht haben. Wir geben unseren Kunden auch so kleine Baci immer mit, also anstatt, dass wir uns Bus halten können, gibt es die italienische Variante von Küsschen mit schönen Freundschaftszitaten innen drin. Also wir versuchen ein Einkaufserlebnis auch virtuell abzurunden, indem wir dann die Produkte aussuchen, die viel Herz haben. Ja, genau. Und was ist euer Plan fürs neue Jahr? Wir sind ja schon fast ein bisschen im Jahresausklang. 2021 wird ein mit Sicherheit spannendes Jahr mit vielen Dingen, die man heute noch gar nicht absehen kann. Gibt es was ihr euch vornehmt oder was ein Plan ist, was ihr weiter umsetzen wollt? Also wir freuen uns sehr auf unsere neue Internetseite. Wir sind bei einer ganz tollen kreativen Agentur jetzt neu und wir stricken gerade eine richtig tolle Internetseite. Es wird dann endlich auch den Blog geben, den viele Leute immer sich erwünscht haben, sage ich jetzt mal, weil du weißt ja selber, einen Blog zu füttern ist auch einfach viel Zeit. Und ich freue mich einfach, dass wir das Letinis ein neues, modernes Internetgesicht bekommt und wir entsprechend da uns weiter aufstellen können und weiter expandieren können. Sicherlich werden neue Lieferanten gelistet werden. Wir werden die digitalen Events weiter ausrollen. Hoffentlich bald auch wieder Hybrid-Events, wo wir Präsenz als auch online dann streamen können. Also es wird auf jeden Fall spannend und die Ideen gehen uns nicht aus. Da bin ich mir ganz sicher. Dafür sind wir viel zu viele kreative Köpfe. Und wir machen einfach, wir probieren es einfach aus. Ja. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank für dieses leidenschaftliche und energetische Interview. Danke, Stefanie. Vielen Dank, Victoria. Danke. Das war Beyond New Work Talk mit Stefania Litini. Mein Name ist Victoria Gerards und ich freue mich sehr auf die nächste Folge.